Hallöchen und schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt zu einem neuen kleinen Harry Potter Wizards Unite Video. Es ist diesmal kein Infovideo an sich, auch wenn dieses Video natürlich eine Information für euch beinhaltet, die ihr vielleicht sogar schon wisst, wer weiß, kann sein. Wenn ja, dann ist es eben so, wenn nicht, dann könnt ihr getrost dranbleiben. Denn es geht um die Zaubersprüche. Ich weiß, es gibt viele informationsgeladenen ins... Warte, was? Elsa, was redest du denn? Also, es gibt viele informationsgeladene Videos auf YouTube und auch Infoseiten aller Wizards Unite Hub, wo zum Beispiel Zutaten drinstehen für Zaubertränke und so weiter und so fort. Ich werde diesbezüglich jedoch vorher keine Videos drehen, einfach deshalb, weil ich das Spiel ja dann innerhalb des Let's Plays auch ein bisschen entdecken möchte und die Reaktionen so ein bisschen authentisch sein sollen. Und das würde einfach verloren gehen, wenn ich da schon ein bisschen quasi Vorarbeit leiste. Aber nichtsdestotrotz dachte ich mir, dass es vielleicht doch eine ganz gute Idee sein könnte, die Zaubersprüche zumindest schon mal ein bisschen sich anzugucken, die es dann gibt. Denn ich bin auf diese Seite gestoßen, wo man die Zaubersprüche tatsächlich üben kann. Ist ein bisschen mit Pokémon Go mit den Curvebällen gleichzusetzen, glaube ich. Deshalb ist es vielleicht keine schlechte Idee und ich werde euch natürlich den Link in die Infobox packen, sodass ihr ebenfalls üben könnt. Allerdings muss ich euch vorwarnen, ich weiß jetzt nicht, wie es bei eurem Internetbrowser, ups, ja, ihr seht, was ich für ein Problem habe. Also mein mobiler Internetbrowser, der ist anscheinend nicht ganz für dieses Übungsteil hier gemacht. Ich habe jetzt allerdings keine anderen Browser ausprobiert, von daher kann ich euch jetzt nicht, ups, von daher kann ich euch nicht sagen, bei welchen das jetzt hinhaut. Also, wer jetzt rausgekriegt hat, ups, welchen Browser man nehmen kann, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Oder vielleicht habt ihr ja das gleiche Problem, dann könnt ihr es auch in die Kommentare schreiben. Da weiß ich dann wenigstens, dass ich nicht mit diesem Problem alleine dastehe. Und ja, hier kann man allerdings trotzdem so wenigstens ein bisschen das Gefühl kriegen für die Zaubersprüche, die man dann mit dem Finger nachziehen muss. Wie gesagt, erinnert mich tierisch an die Curvebälle bei Pokémon Go. Und ja, das soll es eigentlich auch schon von meiner Seite aus gewesen sein. Ich möchte das Video jetzt natürlich auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Von daher, probiert einfach mal selber die Seite aus. Und ja, warten dann einfach gemeinsam weiter auf das Spiel. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und ich glaube, diesen Zauberspruch habe ich total verkackt. Egal.